meine Lieben, heute sind wir im Auto unterwegs. Die Jungs sitzen alle da und merken nicht, dass ich aufnehme. Nein. Hallo. Ich nehme gerade was auf. Ja. Schnucki. Hallo. Ja, ich musste hier kurz mal gucken, wie wir hier wieder nach Hause kommen. Wir sind jetzt... Weil da, wo mich das Navi hingeführt hat oder hinführen wollte, da war irgendwie keine Wendemöglichkeit, keine Durchfahrt. Also, wir sind heute auf Fehmarn gewesen, fast den ganzen Tag. Das ist jetzt gegen Abend schon. Und wir waren im Aquarium. Das war da ganz toll. Der kommt ja auch richtig gut hier vor der Scheibe lang geschwommen. Ne? Das ist schön. Also da extra für uns. Das ist ja mal richtig klein aus. Ja. So, das ist ja mal richtig tief hier, würde ich sagen. Ne? Ja. Sehr tief. Und jetzt wird's laut. Jetzt fahren wir natürlich die Hubbelstraße zurück nach Hause. Im Aquarium gab es ordentlich Fische, da gab es ordentlich große Haie. Okay, dann muss ich jetzt einmal kurz aufhören. Warte, jetzt ist das Kopfstand besser rein. Wir haben es gerade noch mal kurz verfahren. Oder da, wo wir hinfahren mussten, ging es nicht weiter. Ich komme mit den ganzen Straßen irgendwie nicht klar. Nee, hier ist alles so ein bisschen anders, ne? Ja. Irgendwie alles zweispurig in eine Richtung, ist das richtig? Einbahnstraße. Einbahnstraße, ach so, das war gut. Okay. Und ich blick da noch nicht ganz durch. Fahr Vorsicht, da kommt ein Opa. Ja. Geht hier mit den Stöckern spazieren über die Straße. Nein, aber das war ein schönes Wetter, das war echt ein schöner Tag, da haben wir ordentlich was erlebt. Nach dem Aquarium waren wir noch einmal ganz kurz bei McDonald's, weil die Jungs Hunger hatten. Ja, ganz Kindermenü einmal mit Pommes und Chicken McNuggets. Das willst du alles alleine essen, ja? Ja, alles für mich. Ich glaube, das steht hier falsch, oder? Max, du solltest es mitnehmen. Also, fauler Sack. Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden, hast du gar nicht gesagt. Guten Appetit. Adrian und ich wollten eigentlich ein Fischbrötchen essen. Dann haben wir gedacht, na gut, dann essen wir bei McDonald's nichts. Dann sind wir losgefahren zum Hafen. Dachten, wir bekommen da eins. Nein, die waren alle ausverkauft. Und dann hatten wir halt... Der hatte zu, ja. Und bei dem anderen Geschäft, da wo wir waren, in so einem Bistro, der sagte, er hätte jetzt bis vor 15 Minuten hätte er noch Brötchen gehabt, aber dann sind wir jetzt alles alle. War? Der Mann, der Verkäufer war nicht so freundlich. Das war ein älterer Herr. Der war echt eigentlich unfreundlich. Dann hatte ich Bratkartoffeln gegessen. Und Adrian hatte Fischfrikadelle mit Pommes. So, aber wir wurden da echt nicht gerade nett bedient, finde ich. Also nicht nur wir nicht. Nicht nur wir nicht, die anderen auch nicht. Die sind, er war recht rustikal. Er war sehr rustikal, der Mann. Genau. Und danach sind wir dann zum U-Boot. Das liegt nämlich auch da am Wasser. Das ist eine Taube. Ja, komm, lass mal reingehen. Ich hab Angst, dass ich mich hier irgendwie in den Kopf stoße. Das ist das Periskop hier, das sieht ja auch anders aus. Wir hatten einen Computer. Hui, der sieht schon etwas älter aus, ja? Hilfsschalter. Hä, was ist das hier? Und aufmachen. War total schön, das war richtig toll, ne? Im U-Boot. Ja, aber auch eng. Aber auch sehr eng. Und kalt. Das war natürlich enger als in La Boe. Ja, und jetzt sind wir auf dem Rückweg nach Hause. Eigentlich wollte er erst noch einmal zum Strand, aber das machen wir nächstes Mal. Wir kommen ja noch mal her. Hier ist dann noch ein Kletterpark, habe ich irgendwo auf dem Schild gesehen. Ja, bis man den dann findet, ist dann da. Ist eine andere Sache, ne? Weil irgendwie... losfahren. Dann fahren wir auch rechtzeitig los nächstes Mal. Also vielleicht mal gleich morgens oder so. Aber jetzt ist der Weg nach Hause richtig hier. Hoffe ich, ja. Wir haben jetzt Navi angemacht. Und... Was gab's denn da noch? Achso, Quad fahren gibt's da auch. Machen wir dann nächstes Mal. Es gibt viel. Es gibt hier sehr viel, genau. Und hier ist so... Teuer, finde ich. Ist das teuer, ist das ja auch. Natürlich, klar, hier sind auch die Touristen. Was hat der Eintritt gekostet, den 20 Euro? Also der Eintritt ins U-Boot hat jetzt für uns alle 20 Euro gekostet. Also insgesamt. Oh, ein schöner Blumenladen. Yeah. Der hat leider nicht auf. Wir müssen mal herkommen, wenn er auf hat. Nein, nicht schnell weg hier. Da muss ich unbedingt nächstes Mal rein. Fahren wir mal irgendwie mal eine Woche oder ein bisschen früher. Bei uns, ne? Doch, aber alle Blumenläden sind unterschiedlich. Der eine hat dies, der andere hat das. Kommen wir noch mal kurz zum Eintrittspreis. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade gesagt, U-Boot war 20 Euro insgesamt, also 5 Euro pro Person, egal ob Kind oder Erwachsener. Das war eine Familienkarte für 20 Euro.
Und Erwachsene sonst 7 Euro? Oder? Das weiß ich jetzt gar nicht, habe ich nicht geguckt. Ich habe von nirgendwo gelesen. Ich habe auch nicht, keine Preise gesehen. Denn Aquarium war auch nicht günstig, finde ich jetzt. Aber die bieten auch ordentlich da was. Also die Fische sollen auch was zu futtern kriegen, ne? Aquarium war 11 Euro für die Erwachsenen, also für uns, und 7 Euro für die Kinder. Hm, was sagst du? Ich fand die Haie waren ganz cool. Die richtigen großen Haie waren ja, richtig cool. Das fand ich auch. Allein schon dieses riesen... Guck mal kurz nach links, hier ist die Galileo. Ja, hier ist die Galileo Wissenswelt, genau. Da war, die haben jetzt auch zu. Ja. Bis 16 Uhr haben die Samstag und Sonntag auf. Da waren wir letztes Jahr, ne? Genau, da waren wir vorletztes Jahr schon. Nicht letztes Jahr. Das ist schon, ja, es war vorletztes Jahr. Echt? Hm? Jetzt geht das Goldfieber los. So, Esch, du musst jetzt hier in diesen roten Ring reinsprechen und dann kannst du Max hören. Aber der sitzt da ganz hinten am anderen Ende. Max, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich mal gleich in die Schlange für dieses Ding ist nicht mehr lang. Kann ich da hin? Und kannst du Max hören? Ja, kann ich. Cool, ne? Können wir da hin? Ja, ist schon so lange her. No. Aber das war da gut bei der Galileo. Ja. Futka, hätten wir da jetzt reinfahren müssen? Ist Quad das, wo... Nee. Quad da, wo ich mal gefahren. Am Strand hatten wir schon mal, genau, aber das war nicht, nee. Ist das auch ein Quad, ja? Ja. Ja. Magst du kein Quad fahren? Vielleicht kann man das selber ein bisschen steuern oder hier Gas geben, dass man nicht gerade so in den Graben fährt, weil ich weiß, dass Max das erste Mal ein Quad gefahren ist. Der hat einfach nur gedrückt aufs Gas und dann bremst er nicht. Dann ist er in den Graben fast gefahren. Da hat er richtig Schreck gekriegt und seitdem hast du nicht mehr gefahren. Ja, du, als du aber kleiner warst. Da warst du, glaube ich, 6 oder so. Oder 7, weiß ich jetzt nicht genau. Nee, du wusstest nicht, wo die Bremse war, genau. Und dann ist er immer weitergefahren. Da haben wir nur gedacht am Rand, will er nicht langsam mal anhalten irgendwie, aber... Nein, Max ist weitergefahren. So, jetzt geht's nach Hause. Ich dachte, dass er damit gefahren ist. Ja, war da auch. Der war auch recht klein. Das stimmt. Du bist doch noch ein bisschen müde, ne, Esch? Ja. Oder wird wieder müde? Nee, er ist doch schon jetzt müde. Haben auch ordentlich was erlebt hier heute und ordentlich was gesehen. Die Sonne war auch so schön da, die ganze Zeit, als wir gekommen sind. War richtig toll. Aha. Ja. Ich bin sogar in den Graben gefahren. Du bist nicht in den Graben gefahren. Max ist mal in den Graben gefahren. Ich bin auch mal in den Graben gefahren. Ja? Ist auch so selbst. Du warst auch einmal mit dem Kindergeburtstag, warst du mit Freund da, ne? Bist du da in den Graben gefahren? Weil ich kann mich nicht daran erinnern. Oder mit uns zusammen nachher. Reiß das Herz nicht ab vom Kissen. Nee, da waren wir nicht mit, das hat er erzählt. Achso, dann war er zum Geburtstag beim Freund, weil die sind da einmal mit dem Quad gefahren. Das stimmt. Ja. Da siehst du. Aber war ein richtig schöner Tag, also man hat ordentlich was erlebt. Nächstes Mal können wir auch ein bisschen früher von der Uhrzeit jetzt losfahren. Wir sind heute so gegen 12:30, glaube ich, losgefahren. Weil ich noch vorhin einen Film bearbeitet habe. Und den muss ich dann gleich nochmal hochladen. Diesmal war ich ja natürlich bei dem Rechner von Max, weil Adrians Rechner irgendwie nicht funktioniert. Da geht im Moment nichts. Und dann müssen wir eben bis morgen jetzt warten, was da nun ist, ob wir neuen kaufen irgendwie oder so. Mal gucken. Bis dahin musste ich natürlich auf Max Rechner ausweichen. Und das ging ganz gut. Das war ja das neue Magix Video Deluxe 2016 und das klappte ganz gut. Ich hätte zuerst gedacht, muss ich mich großartig da umstellen jetzt, aber nö, das war gut. Mixdown haben wir gemacht. Thumbnail habe ich gemacht. Jetzt müssen wir nur noch einmal Klick hochladen und dann könnt ihr dann sehen, was wir da so gemacht haben. Ja. Unser Frühstücksvideo? Ja, unser Frühstücksvideo von heute Morgen, genau. Und vor allem, ja, dass der Rechner nicht funktioniert. Ist ja doof. Ja, das ist ganz schön doof, ne? Ist
es ist doof. Und zum Glück haben wir noch einen Rechner von Max, auf den wir ausweichen können. Wobei man muss natürlich auch gucken. Das stimmt gut. Was? Das finde ich auch bestimmt ganz toll. Das findest du bestimmt. Das wäre, macht während ich in der Schule bin, habe ich kein Problem damit. Nein. Solange ihr dann nicht zurück. Das ist die ganze Zeit. Gott, ist ja mega neblig hier, ne? Ja, was war das denn? Das war hier die Sonne. Ach so. So, ja. Guck mal, jetzt sieht man gar nichts jetzt hier. Ja, jetzt sieht man nichts. Aber hier rechts ist ja nichts zu sehen. Nee, mega neblig. Sieht aber ganz cool aus. Schöne Landschaft habt ihr hier, ne? Auf Fehmarn, ja. Finde ich. Ist richtig schön. Willst du wieder haben? Ja. Da vorne ist schon wieder so eine Nebelbank, ne? Ja. Kann ich euch weiter was erzählen? Ja. Ich muss mal kurz die Kamera umklappen. So, genau. Jedenfalls habe ich heute auf, das sieht auch nicht aus, auf Max Rechner gearbeitet. Genau, sieht schön aus. Und dann dieses tolle Wasser. So, dann fahren wir jetzt noch ein bisschen weiter nach Hause gleich. Zu Hause muss ich gleich die Wäsche abnehmen. Ich hatte die heute Morgen nämlich aufgehängt. Das Wetter war ja so schön und jetzt ist ja auch bestimmt trocken. Und morgen geht ja wieder die Schule los. Yay. Na, Ash, morgen ist die Schule. Morgen hast du viel zu erzählen auf deine, was, wie nennt ihr das dann, diese Erzählrunde oder Frühstücksrunde? Nee. Was sagt ihr immer dazu? Schulkreis. Habt ihr doch montags immer, oder? Bist du müde? Die erzählen immer montags, was sie so am Wochenende erlebt haben, die Kinder. Und Ash sagt, da muss ich ja ganz viel erzählen, was ich alles so erlebt habe. Aber eigentlich reicht es, wenn die nur eine Sache sagen. Wir sind jetzt auf der Autobahn und Ash ist eingeschlafen. Liegt er da gemütlich auf seinem Kissen. Ist doch ganz gut, dass wir das Kissen hier im Auto haben, ne? Kann er sich nochmal dahin legen. Doch noch gut mit dem Kissen. Weil Papa macht mir, er schläft jetzt, ja. Aber die ganze nächste Woche soll das Wetter auch so schön bleiben mit der Sonne. Es soll sogar wärmer werden, habt ihr es gehört? Ja. Bis 16 Grad haben sie sogar vorher gesagt. Der Sommer kommt, genau, wir können zum Strand. Ja. Aber schön. Wahrscheinlich ist es in anderen Teilen Deutschlands doch noch wärmer, ne? Weil irgendjemand schrieb mir auch, die haben um die 20 Grad herum. Also, ja, ich denke mal eher so im Süden irgendwo, in Bayern oder so, dass sie es doch ein bisschen wärmer haben. Wir im Norden hier ja nicht so. 10 Grad. 10 Grad, ja. Morgens ist es noch recht frisch und wir hatten sogar noch Frost gehabt die letzten Nächte. War doch noch ein bisschen kalt und ich musste teilweise auch noch mal Eis kratzen morgens und so. Ash ist gerade wach geworden kurz. Jetzt hängt er da so. Hol sie immer so ein bisschen zurück. Willst du dich ein bisschen hier so zurücklehnen wieder? So, wir haben jetzt die Hälfte der Strecke geschafft und sind dann bald zu Hause. Na? Männer? Ja. Dann würde ich mal sagen, war es auch mit meinem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.